Wenn ihr wissen möchtet, wie man diese Art Journal-Seite herstellt, dann bleibt dran und ich zeige euch genau, wie es geht. Hi, hier ist Max. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute benutze ich für den Hintergrund eine Seite aus einem alten Buch. Diese reiße ich in kleine Stücke und klebe sie wieder mit Mattmedium-Gel auf. Anschließend benutze ich selbstklebendes Glasfasergewebeband und klebe kleine Stücke überall auf die Seite. Dies gibt dem Hintergrund Struktur und es hat noch ein paar andere Eigenschaften, aber dazu später mehr. Wie immer wird alles gut mit einer Schicht Gesso überzogen, um einen geschlossenen Untergrund für die Farbe zu bilden. Leider ist mir das Stück Film mit dem Färben durch irgendeinen dummen Fehler abhanden gekommen. Und so kann ich euch nur die Farben zeigen, die ich verwendet und mit einem Feuchttuch verwischt habe. Und so sieht das Ergebnis dann aus. Und nun benutze ich eine Siebdruckschablone mit verschnörkelter Schrift und weißer Acrylfarbe. Die kann ich übrigens nicht empfehlen, da sie viel zu dünn und labberig ist und man die Farbe nicht mehr richtig abbekommt. Dennoch ist das Ergebnis sehr gut geworden. An allen Stellen, unter denen das Glasfasernetz ist, entstehen Farbkleckse. Und wo das nicht passiert, helfe ich ein wenig nach. Der derzeitige Do-it-yourself-Hype brachte mich zu der Überzeugung, dass man sich wohl auch den Frühling selber bauen kann. Na, und dazu brauche ich jetzt erstmal ein wenig Holz, das ich mir mit einem Hintergrundstempel erzeuge. Ja, und dann machen wir kleine Zahnräder daraus, denn sowas braucht man ja schließlich für einen guten Mechanismus, oder? Alle Teile werden nun am Rand gefärbt, um sie etwas älter aussehen zu lassen. Und für diesen Spaß kann ich nun endlich auch mal meine Crazy Birds einsetzen. Allerdings werde ich sie nicht ausstanzen, sondern ausschneiden, damit ich keinen weißen Rand habe. Den Flügel möchte ich aber vorne haben und so schneide ich mir ein Stück Post-it-Tape zurecht und maskiere den Stempel einfach, bevor ich die Stempelfarbe aufbringe. Anschließend stemple ich den Teil mit dem Flügel noch einmal und schneide ihn separat aus. Und so haben wir einen Vogel mit vorwärts gestrecktem Flügel, der nun auch gerne bunte Federn haben möchte. Und dazu nehme ich meine Prismacolor-Stifte und koloriere nun den kleinen Kerl Schicht für Schicht. So, und was ein richtiger Heimwerker ist, braucht auch gute Sicherheitsschuhe und eine Mütze. Ja, und beides skizziere ich nun hier, male die Teile an und schneide sie anschließend wieder mit der Schere aus. So, und da wir nun alle Teile zusammen haben, können sie auch endlich auf die Seite geklebt werden. Ich ordne zunächst alles an, um zu sehen, wie es am besten aussieht. Ein größeres Stanzteil sowie ein Kurbelmechanismus und ein Besenstiel kommen noch dazu. Und dann mache ich ein Foto, damit ich beim Aufkleben auch noch weiß, wo alles hingehört. Und dann wird alles mit Matt-Medium-Gel aufgeklebt und überzogen, um einen einheitlichen, nicht porösen Untergrund für das anschließende Schattieren zu haben.
für den Mechanismus unserer Frühlingsmaschine brauchen wir natürlich auch noch Keilriemen. Diese zeichne ich erst mit dem Lineal an und klebe dann einfach Paketschnur mit Glossy Accents drauf. Danach werden alle darauf liegenden Teile mit Schaumstoffklebeband befestigt. In der Buchmitte schneide ich immer alle Teile durch, damit sich dort später nichts unschön verknickt. Und der Besenstiel und die Kurbel werden auch aufgeklebt. Doch was ist dieser Besenstiel eigentlich? Ganz einfach, da hängen wir ein Fähnchen dran, das ich aus einem ausgefransten Stück Stoff herstelle und ein klein wenig Papier darunter klebe. Aber bevor es da oben weitergeht, mache ich erstmal das Drumrum fertig. Und so beginne ich mit den Schattierungen jedes einzelnen Zahnrades. Hierzu benutze ich einen braunen Filzmarker, den ich durch den nicht porösen Untergrund leicht und gut mit dem angefeuchteten Finger verwischen kann. Ist der Marker aber dann getrocknet, bleibt er permanent auf der Seite haften. So, und nun zu den Schriften. Erst einmal den Frühling auf die Fahne und das Do-it-yourself außen herum. Und nun kann auch endlich die Mütze auf den Kopf. Ja, normalerweise zeige ich euch die Stanzen ja immer vorher. Hab's aber vergessen und deshalb hier nochmal nachgereicht. Ja, und was wäre Mixed Media ohne Modelliermasse? Aber heute brauche ich sie mal in Schwarz und deshalb färbe ich sie einfach ein. Mit der Bubble-Schablone von Tim Holz kommen nun ein paar dunklere Kontraste auf die Seite. Ihr mögt es ja vielleicht für kleinlich halten, aber solche Holzräder schweben nicht einfach in der Luft rum. Und deshalb werden sie nun mit Musterbeutelklammern in Nagel- und Schraubenoptik auf der Seite befestigt. Die Rückseiten verschwinden dann zwischen den Seiten, wenn ich diese mit der nächsten Art Journal-Seite wieder zusammenklebe. Und weil ich ja so gerne spiele und mich in Kleinigkeiten verliere, bekommen die Buchstaben ein bisschen mehr Leuchten mit dem Gelstift. Der Frühling auf der Fahne ein bisschen mehr Farbe und Blumen mit den Stabilos. Und der Rand ein bisschen mehr abblätternde Farbstriche ebenfalls mit dem Gelstift. Ja, und da hätte ich doch glatt den Besenstiel vergessen. Der muss natürlich auch festgebunden werden und bekommt noch ein kleines Schleifchen obendrauf. Und weil man es immer so schlecht sieht, hier noch ein paar Fotos.
Ja, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Und wenn das so ist, dann würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Wenn ihr heute das erste Mal hier seid, würde ich mich auch über ein Abo freuen. Das ist komplett kostenlos und ihr erfahrt sofort, wenn ihr euch ein neues Video anschauen könnt. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, dann habt ihr hier die Links zu zwei weiteren Art Journal Seiten, die ihr aber auch in den Infokarten am Rand und in der Beschreibung unter dem Video findet, wenn ihr von einem Mobilgerät zuschaut. Ich danke euch nochmal vielmals fürs Zuschauen und hoffentlich bis bald.